Joho, Leute, herzlich willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind gerade noch am Schlafen. Und ich muss feststellen, am 2. September morgens um 6 ist es nicht mehr so hell wie noch beim letzten Mal. Ganz schön dunkel. Kein Platz mehr, um Eier zu platzieren bei den Hühnern. Okay, damit haben wir gerade eben die Bestätigung bekommen, dass es nicht funktioniert mit den Eiern. Es funktioniert nicht. Das heißt, wir können uns rein auf die Zucht konzentrieren. Ah, das nervt mich jetzt gerade. Das nervt mich jetzt gerade. Sie fressen mir das Futter weg. Alter, 6 Monate. Ne, normalerweise können sie sich fortpflanzen. Aber die Reproduktion ist halt noch bei Null. Es nervt mich gerade. Ich finde es gerade echt schade. Ich finde es gerade echt schade, dass es nicht funktioniert. Schade, schade. Oh Mann. So, prinzipiell dürften wir jetzt noch nicht mit Licht hier rumrennen, denn wir haben uns noch keine Taschenlampe oder so gekauft. Jetzt haben wir da Viecher drinne hocken und die bringen keine Eier. Das. Da hat sich der Mapper hier so viel Mühe gegeben. Ja, so eine hübsche Map erstellt. Und dann fehlt ein wichtiger Trigger. Das ist schade. Das wurmt mich gerade richtig. Das wurmt mich gerade richtig. Aber okay, nützt ja nichts. Das Leben geht weiter. Wo habe ich denn den Schlepper hingestellt? Steht er noch oben beim Flug? Wo habe ich denn den Schlepper hingestellt? Ja, sag mal, bin ich denn jetzt blöd oder was? Hab ich den hier rein? Da steht er. Oh Gott. Das Alter schlägt langsam zu. Gut. Dann fahren wir zu Pavel, klingeln dem mal aus dem Bett. Wir brauchen das Mähwerk. Pavel, wir brauchen dein Mähwerk. Wir müssen Gras machen, wenn die Hühner schon unproduktiv sind. Und dann müssen eben Kühe her. Ah, und? Bin mir noch nicht sicher, ob wir uns die Kühe liefern lassen oder ob wir uns einen Viehanhänger organisieren. Mal schauen. Hey, Pavel. Alle Haudegen. Komm raus aus dem Nest. Tu mal was für dein Geld, Junge. Rück mal das Mähwerk raus. Bitte. Für 178. Meine Güte. Jetzt habe ich gar nicht auf die Farbe geachtet. Aber ist ja egal. Ist ja nicht unser Mähwerk. Dieser Pavels Mähwerk und das kann dann ruhig mal rot sein. Ja, ich bin gerade so ein bisschen. Ja, das heißt angefressen. Aber es nervt mich. Es nervt mich schon ein bisschen, dass kein Eiertrigger da ist. Auf dem Haupthof. Wenn es auf dem anderen Hof wäre, der eher so als Nebenhof dient, dann ja, okay, gut, kann man vergessen. Auf dem Haupthof. Den man beim einfachen Spielstart quasi von Anfang an hat. Da ist kein Eiertrigger. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
wir Schläuche noch anschließen? Jo. Gut. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber okay. Müssen wir jetzt mit klarkommen? So, wir machen jetzt kein Heu oder dergleichen. Wir machen ganz normal frisches Gras. Da das bei den Kühen drei Balken auffüllt. Und diese drei Balken... Ja, die geben am Anfang ja sowieso noch keine Milch. Am Anfang geben sie ja prinzipiell sowieso noch keine Milch, aber... am Ende ist ja wurscht. Fressen müssen sie so oder so, ob das nur jetzt A oder B ist, was sie da fressen. Das bleibt sich gleich. Also machen wir einfach frisches Gras, damit haben wir uns Arbeit und Geld gespart. Es ist eine Investition wieder und die Kühe... Ah, ja. Da brauchen wir den Ladewagen ja auch wieder. Und zusammenschwaden möchten wir es ja auch. Jetzt fahre ich hier runter. Ja, okay, können wir machen. Fahren wir da rüber auf den Weg und dann kommen wir auch zu der Wiese hin. Können wir machen. Mit den Hühnern, das nimmt mich echt gerade so ein bisschen mit. Das beschäftigt mich. Das beschäftigt mich wirklich. Schade, schade. Dass es jetzt halt leider nicht möglich ist, auf so einem Oldschool-Standardhof einfach ein paar Eier zu verkaufen. Das ist echt schade. Aber okay. Ja, doch. Aber ich glaube, es ist noch nicht. Warte mal. Möglicher Ertrag 19,19 Tonnen auf dem Hektar. Und da hier sind es 12 Tonnen. Also ich würde sagen, die Wiese da drüben ist tatsächlich ein bisschen weiter. Also das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen verfrüht eigentlich. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt ein bisschen verfrüht wäre. Das Gras ist schon weiter wie das. Oh Mann, was machen wir jetzt? Tun wir dann jetzt den nächsten Monat noch abwarten und holen es dann runter? Jetzt habe ich mir aber schon das Mähwerk. Jetzt habe ich mir aber schon das Mähwerk gemietet. Ja komm, scheiß die Wand an. Wir holen es jetzt runter. Wenn wir Kühe haben wollen, brauchen wir Futter. Nein. So. Wenn wir Kühe haben wollen, brauchen wir Futter. Und das brauchen wir halt jetzt. So. Wird zwar dann jetzt nicht der Maximalertrag. Aber immerhin haben sie dann schon mal was zu fressen. Das Problem ist nur, wenn uns das Gras ausgeht, haben sie eben nichts mehr zu fressen. Und dann müssen wir zukaufen. Und das wird dann halt auch nicht ganz billig. Ich weiß gar nicht, bis wohin geht denn jetzt die eigentliche Wiese? Ah. Bis dahin schon mal nicht. Ja, das ist immer die gemalte Wiese. Die ergibt keinen Ertrag. Da erkennt man es dann recht schnell, wo ist gewachsenes Gras und wo ist gemaltes Gras. Also jetzt könnte man sich auch einfach im Editor ein bisschen Gras hinmalen. Und dann gib ihm, ne? Aber nee, ist nicht. So. Ja. Mit der Wiese wird man dann jetzt tatsächlich ein bisschen beschäftigt sein.
Aber es kommt echt nicht viel bei rum, ne? Wenn ich sehe, was da so da liegt, es ist jetzt nicht die Welt. Das müssen wir am Ende noch zusammenschwaden. Und... okay, der Schwader mag mal noch gehen. Vom finanziellen Aspekt her. Interessant wird es dann beim Ladewagen. Der Ladewagen wird dann nochmal richtig reinhauen, auch wenn wir uns den nur leihen. Der Ladewagen wird uns nochmal richtig was kosten. Da bin ich gespannt. Ich glaube, der Ladewagen macht uns ein bisschen arm. So, jetzt wechseln wir die Richtung. Dass wir eben nicht über die ganze Zeit übers Gras fahren. Also über das noch nicht gemähte. Und ab jetzt könnte es relativ eintönig werden. Da ich die Aufnahmen im Moment jetzt noch alle nacheinander mache, weiß ich noch nicht, ob jemand drauf reagiert hat, wie wir den Verkäufer am See denn nennen sollen. Also ich habe ja aus Kraft eigener Arroganz den Shop- und Werkstattinhaber Pavel getauft. Wie würdet ihr den Verkäufer am See nennen? Ein paar polnische Namen kenne ich ja. Durch die polnischen Arbeitskollegen. Pavel beispielsweise ist doch ein recht häufiger polnischer Name. Ich weiß Piotrek. Piotrek ist auch ein häufiger polnischer Name. Und dann gibt es noch, weiß ich, Boleslav oder so ähnlich. Wir nennen ihn auf Arbeit kurz nur Bolek. Du fährst jetzt so langsam. Hast du jetzt wieder langsam verpackt? Jetzt. Ich glaube, da hat sich irgendein Gang aufgehängt oder so. Keine Ahnung. So, ja, jetzt kommt auch langsam die Sonne raus. Es wird wieder ein bisschen wärmer auf dem Schlepper. Ah, vielleicht hingen wir auch einmal bloß mit dem Schneidwerk fest, weshalb wir gerade so langsam war. Ich würde ja sagen, ich probiere jetzt mal den Helfer einzustellen, ob der Helfer hier weitermacht, aber es kostet halt. Ne? Also ich glaube, mit Grasmähen haben es die Helfer, glaube ich, nicht so. Habe ich noch nicht wieder ausprobiert. Ich weiß, nur in älteren Teilen ging es nicht. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Aber ich probiere es halt auch jetzt mal nicht aus, oder? Aber, zeig mal her. Doch. Er fährt sogar tatsächlich. Ja, okay, da die Wiese als Feld deklariert ist, deswegen macht er das wahrscheinlich. Kein Platz, um Paletten Eier zu platzieren bei Hühner. Ich lasse den mal eben fix fahren. Wir schauen uns mal geschwind um. Wir brauchen dann den Schwader. Du bist der Schwader. Kostet 2100. Das heißt, die Miete ist dann auch nicht so die Welt. Ladewagen haben wir hier. Ich würde dann halt tatsächlich den größeren nehmen, ganz einfach, weil er günstiger ist. Wird dann von der Miete her wahrscheinlich auch gehen. Was ich jetzt aber mal noch schauen will, ist im Baumenü. Bei die Tiere. Es gibt ja bei den Bienen ist es halt direkt mit drin, hier der Honigtrigger. Für die Hühner gibt es halt leider nicht. Also man kann für die Hühner keinen separaten Eiertrigger kaufen. Und Bienenstock ist ja echt teuer, ne? Wahnsinn. Also über Bienenbaum und so schnell keine Gedanken zu machen. Der kostet 2000, 1100 der kleinste. Und bis da mal ein bisschen Honig zusammenkommt, das dauert echt. Produktionen... da wird aber auch kein
Eiertrigger oder ähnliches dabei sein. Ich finde es so schade. Das Einzige, was ich machen könnte tatsächlich, ist, dass ich mich im Mapbau mal ein bisschen schlauer mache. Du bleib jetzt mal bitte stehen. Ich mache das mal eben noch selbst weiter. Du kostest mir nämlich zu viel. Nicht aussteigen. Fahren sollte. Irgendwie hängt der Gang wieder, oder was? Gib doch mal Gas! Irgendwie geht es gerade echt langsam voran. Eigenartig. Aber wir fahren dann eh gleich wieder in die andere Richtung. Dass ich mir das Ganze mal angucke. Das letzte Mal habe ich mich mit Mapbau beschäftigt. Im 15er, glaube ich. Ja, im LS15 habe ich mich da, glaube ich, das letzte Mal damit beschäftigt. Es gibt ja den Giants Editor, glaube ich. Und da muss ich mal schauen, wie das funktioniert, dass wir da einen Palettentrigger mit einbauen. Weil es wäre echt schade, wenn uns das jetzt alles flöten geht. Da werde ich mich auch direkt nach der Aufnahme damit mal auseinandersetzen. Mal gucken, ob ich das auf die Reihe kriege. Schade. Weil es ist ja ein bestehender Stall. Ne? Und die Trigger, die hängen ja, glaube ich, direkt mit dem Gebäude zusammen. Es ist ja nicht so, dass du einfach so irgendwo eine Trigger platzieren kannst und dann passt das, sondern da muss ja irgendwie mit dem Gebäude verbunden sein. Also ist ja prinzipiell, denke ich mal, das Gebäude, das man da bearbeiten muss. Muss ich mal schauen. Ach, das wird ein Act. So, warum fährst du jetzt wieder so langsam? Hast du echt so wenig Schwung im Berg hoch? Eieieiei. So, passt auf, Leute, wir werden das jetzt auch so machen. Bleib mal stehen, Kollege. Wir werden das jetzt tatsächlich so machen, ich werde die Aufnahme hier an der Stelle unterbrechen. Und die nächste werde ich dann anfangen, wenn ich mit der Wiese soweit weitestgehend durch bin, so erspare ich mir jetzt den Schnitt direkt im Video. Und wir fangen einfach im nächsten Video an, wenn die Wiese soweit fertig ist. Also in diesem Sinne, Leute, hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.